sagte eine Behinderte zu dem anderen Behinderten. Ey, Behinderter! Du bist behindert! Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Ich hoffe, euch geht's gut, weil mir geht's so richtig ne? An die Stelle. Ja, und ich begrüße euch jetzt so ans neue Mongo-Tar und das ist jetzt in die Fernsehgeschichte eins neue Zeitabschnitt, denn wir sind jetzt hier in die erste Aufnahme nach meinem 5000 Mongo Spezial, ne, wo ihr dabei wart, ne, wo ihr 5000 Leute seid, die meine Videos gucken. Und das heißt, ab jetzt ist eigentlich alles erreicht, mehr geht einfach gar nicht. Und dementsprechend bedanke ich mich auch nochmal an die Stelle, an die Spannerraube. Die hat mir hier das Video zur Verfügung gestellt, denn das ist ein sogenannter Videoclip, wo von Leon runtergenommen worden ist von seinem YouTube-Kanal, was er erst hochgeladen hat und dann wieder runtergeladen hat, damit es euch nicht zu Gesicht bekommt, ne? Dass es euch nicht zu Angesicht steht. Also, das Video hat mir die Spannerraube geschenkt, ne, oder geschickt. Und das ging darauf zurück, dass ich in ein sogenanntes Video gesagt habe, hier, wenn ihr Zeug habt, wo von Leon oder von anderen Masken runtergenommen worden ist, dass es so nicht mehr gibt, dann auf jeden Fall meldet euch bei mir. Und das ist geschehen. Das Video heißt Leon Elektronik ruft das Jugendamt an. Frank Treiber, Game Over. Ne? So, was ist jetzt hier die Phase? Also, verschiedenste Sachen. Dieses Video ist entstanden vor dieser Tour de Rage vom hier Leon, wo er jetzt durch Deutschland gefahren ist mit den Anzeigen. Das war so ein bisschen zu die Hochzeit von Frank Treiber, der wo sein Gegenspieler ist. Also jeder hat ja immer so einen Erzfeind, ne? Das Regenbogenschaf für den Rainerle Winkler oder ich bin der Erzfeind vom Witcher oder jetzt hier der Frank Treiber war der Erzfeind vom Leon. So. Und der Leon hat herausgefunden, wie der sogenannte Frank Treiber heißt. Also naja, wie er angeblich heißt. Und es wurden ihm natürlich von seinen privaten Detektiven wieder Informationen zugeschustert. Ihr könnt euch vorstellen, hier wird es jetzt wieder vogelwild. Ne? Denn der Leon packt da ordentlich aus. Und warum zeige ich euch das? Weil viele oder manche Leute schreiben, ach ja, was mit dem Leon passiert, das ist aber eigentlich viel zu hart. Ne? Ja gut, ist es auch. Ne? Aber wenn man mal sieht, wie der Leon hier mit Leuten umspringt, naja, wie gesagt, ich heiße das nicht gut. Ich habe auch mal ein bisschen Meinung eingeholt und habe mir meine Gedanken dazu gemacht, was hier jetzt passiert so rund um Leon Elektronik. Und ich sag euch, wie ist, das ist die ganz normale Realität, in der wir uns befinden, wenn wir uns Maskengames angucken. Irgendjemand ist witzig, macht da über Jahre hinweg eine saubere Show und immer mehr werden darauf, stoßen darauf zu. So, Und die Aktionen werden einfach krasser. Weil der Leon nichts mehr macht. So, der macht immer weniger und dann werden die Aktionen krasser. Heiße ich das gut? Nein. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Leon diese krassen Aktionen und diese krassen Flugzettel, ja, die ich zum Beispiel auf meinem Twitter euch mal gezeigt habe, die da verteilt werden, dass es das gar nicht braucht. Weil ihr haut jetzt gerade mit einem Hammer auf diesen Leon Elektronik ein, ja. Und das führt dazu, dass er sich halt zurückzieht. Das ist halt so, ihr habt ihn tot gespielt und dann schlagt ihr mit einem Stock auf eine Leiche ein, damit die weiter zuckt. Der Leon hat so tolle Livestreams veranstaltet, wo er sich hat verarschen lassen, wo er Musik gespielt hat wie ein DJ. Der hat euch so viele Sachen einfach gezeigt, aber ich glaube, dass die Leute, die jetzt diese Flugblätteraktion machen, dass die das gar nicht so juckt, also dass die das gar nicht kennen vielleicht auch und jetzt meinen, die müssen jetzt da nochmal eine Schippe drauflegen. Also ich sag mal so, ich kann das nicht ver... Also ich sag mal so, ich finde diese Aktion mit den Flugblättern nicht gut.
Aber es ist ganz normal in solchen Games. Das Einzige, was ich vielleicht diesen Leuten, falls sie das hier sehen, ans Herz legen könnte, wäre: Ey, ihr habt Bock, was zu machen. Ihr habt auch, ja, ihr macht es auch, ihr setzt es um. Nutzt es doch ein bisschen intelligenter. Sprich, versucht doch lieber anders zum Leon Kontakt aufzubauen, mit ihm irgendwie intern auf Discord zu chillen, irgendwas klar zu machen, ihm Ideen für irgendwelche Videos einflüstern. Der tanzt doch schon von ganz alleine. Und wenn er jetzt aber nur diese Negativität bekommt, dann geht er gar nicht mehr ins Internet. Ja, der wird auch von seinem Vater dann Internetverbot kriegen, auch früher oder später vielleicht. Ja, und ja, also meine Sache ist, jeder hat seine eigene Empfinden, wie weit man gehen sollte. Ich sehe das mir nur als Zuschauer an, möchte aber da sagen, überlegt euch, wie krass ihr das machen wollt. Denn damals hat schon der Frank Treiber gesagt, ja, jetzt wird's richtig schlimm, jetzt kommen die ganzen Drachenlord-Leute rein. Und die setzen natürlich jetzt, oder die wollen jetzt nochmal eine Schippe draufsetzen und die machen das alles kaputt. Und ja. Also, ihr habt jetzt 4 Videos damit provoziert, aber jetzt führt es halt dazu, dass der Leon jetzt gar nichts mehr macht, so, ne? Also lasst ihn doch lieber von sich aus was machen. Okay, das war meine Ansage oder meine Aussage dazu, ne? Also ich fände es besser, wenn man ein bisschen mit Samthandschuhen an den Leon geht, weil der Leon halt auch kein Psychopath ist oder der ist halt auch kein Drachenlord. Oder der ist halt auch kein, weiß ich nicht, irgendwie ist Abzocker oder irgendwas. Der ist halt einfach ein liebe kleine Partyboy und vielleicht können wir das jetzt nochmal ein bisschen zurückdrehen und diese krassen Aktionen einfach mal lassen und versuchen, anders Zugang zu kriegen. Ja? Also ich meine, Pakete schicken und sowas, das war ja auch schon mal eine Nummer, da hat er ja auch gut drauf reagiert. Ja? Oder mal Kontakt aufbauen. Hier Leon, Brief in den Briefkasten. Hier Leon, wir hören mit den Plakaten auf, mach deine Videos weiter, es tut uns leid. Du kannst gerne auch wieder Livestreams machen, wir werden keine Plakataktionen mehr machen. Und dann mal gucken, was passiert. Ob der Leon sich dann hinsetzt und triumphierende Videos macht. Hahaha, ich habe gewonnen oder so. Das muss man alles mal ausprobieren. Aber ich glaube, dass das Draufhauen nur dazu führt, dass da bald nichts mehr kommt. Okay, aber gehen wir jetzt mal zurück in die Vergangenheit. Leon Elektronik hat Informationen über den Frank Treiber. Oh, hallo liebe Leute, was geht? Ich bin jetzt wieder euer Leon Elektronik mit einem neuen Video für euch. So, jetzt hat Frank Treiber es zu weit getrieben. Jawohl. Und es drauf angelegt. Ach, tut mir leid, Leute. Ganz kurz nur, was hat Frank Treiber gemacht? Er hat sich erst um Leon Elektronik kümmern wollen, hat gesagt, hier Leon, du tust mir leid. Dann hat er Kontakt zum Leon aufgebaut. Dann hat er in seinen YouTube-Videos aber Leon immer die Wahrheit gesagt. Leon, du bist selbst dran schuld an diesen oder jenen. Und wenn du es ins Internet stellst, dann bist du selbst dran schuld. Oder hat gesagt, hier Leon, du trinkst zu viel Alkohol. Und dann wurde das immer so dazu, ja, der Frank Treiber mischt sich immer so ein. Und irgendwann wurde es dann dazu, dass der Frank Treiber dann sein größter Feind war. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Trollaktionen dann einfach gesagt haben, ja, wir kommen vom Frank Treiber. Aber ja, das war so ein bisschen diese Geschichte, die dann jetzt hier in diesem Eklat mündete. Ne? Hab ihm ja schon angedroht, ich werde das Jugendamt verständigen. Oh, und oh, oh. Das mache ich mit sofortiger Wirkung, wenn er die Videos von mir noch einmal ins Netz nimmt. Und der Frank Treiber hat alle Videos von mir wieder erneut ins Netz rein, dieser Junge. Und da ich seine Adresse weiß, hat er es jetzt verschissen. Jetzt rufe ich das Jugendamt an. Also, es schwankt ein bisschen. Der Leon glaubt, dass unser Julian auf der einen Seite 17 ist und auf der anderen Seite Kinder hat und dann selbst noch ein Kind ist. Und deswegen ruft er teilweise das Jugendamt an. Also, Leon ist sich da auch nicht so ganz sicher. So. Ja, jetzt kommen die Beweise kommen jetzt. Achtung. Amt für Jugend und Familie, Behörde in Regensburg in Bayern. So, jetzt können wir mal gucken. 0, 9,
Der ruft da jetzt live im Video an und das hat er halt hochgeladen. Ne? oh Gott, Leon. Mal wieder mal einen Schluck her. Uiuiuiui. Während wir warten, ne? Hier hinten, diese Zettel, die hier hängen, wurde auch gefragt. Ich hab's in den Kommentaren beantwortet, aber ich sag's euch auch nochmal. Das sind original Zug- oder Busfahrpläne. Die hängen hier komplett die Wand entlang. Ne? Noch so, die Hälfte vom Zimmer ist voll mit Busfahrplänen. Das Telefon klingelt. Achtung. Bei Anruf Leon. Schönen guten Tag, Sturm mein Name. Guten Tag, ich rufe an. Leute, ich liebe ja die Details. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich, hört das irgendwie auf euren Boxen, während ihr gerade im Gatte steht oder was auch immer oder gerade spült oder so. Ich habe das ja auf die Kopfhörer. Ne? Und ich höre da immer sehr genau auf diese Details. Und ihr habt ja gehört, mit was für einer kraftvollen, befehlenden Stimme er vorher gesprochen hat. Und jetzt geht jemand ans Telefon und wie mäusezahm, will ich fast sagen, wie mäusezahm er das Gespräch eröffnet. Achtung. Schönen guten Tag, Sturmname. Guten Tag, ich rufe an. Ja, schönen guten Tag, Sturmname. Ich will Ihnen keine Umstände machen, aber ich rufe an wegen jemand, der mich im Internet ärgert. Ja. Nein, da wollte ich gern mal mit Ihnen drüber sprechen. Weil, also ich will Ihnen jetzt auch keinen Ärger machen oder so, aber das sind Dinge, die gehen einfach so nicht. Ich empfinde das als sehr frustrierend und störend. Ja? Ja, Leon ist. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ich warte. Kein Problem. So, ne? Ja, so kommt er daher, ne? So, Achtung, weiter geht's. Und zwar möchte ich eine Kindesgefährdung melden. Ja. Ja. Aha. Das wäre und zwar mal in der. Genau. Am 3. Der Name ist. Der Name von der Familie ist Juli. Und. Ne? Also, ich habe das natürlich jetzt hier rausgenommen, aber das war wahrscheinlich auch der Grund, warum unser Leon das natürlich dann schnell wieder runtergenommen hat, weil er hier. Entschuldigung, das war der alkoholfreie Pilz. Weil der Leon hier halt den Namen, Vor-, Nachname, Straße, also er hat die kompletten Daten geleakt. Ne? Also eigentlich hat er das geleakt, was er in dem anderen Video total verächtlich gemacht hat. Nämlich, wo ihm gesagt wurde, Leon, zeig doch mal deinen Personalausweis in die Kamera. Und dann sagt er, da sind meine persönlichen Daten drauf. Das halte ich doch nicht in die Kamera. Glaubt ihr, ich bin so blöd, wie ich ausschaue? Und solche Geschichten. Und jetzt liegt er halt einfach so nonchalant die kompletten Daten. Ne? Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, Leute. Worum es da geht, das kann ich Ihnen erklären. Ja. Es geht darum, der Julian, der hat einen Kanal, YouTube-Kanal, nennt sich dort Frank Treiber und schikaniert Leute, cybermobbt Leute und beauftragt andere Menschen, um also mir oder auch andere Menschen zu schädigen. Also Leute, ich glaube nicht, ihr könnt mich da korrigieren, ich lag ja auch schon mal öffentlich falsch, dass das ein Grund ist, fürs Jugendamt einzuschreiten. Ich glaube irgendwie nicht. Mit Gewaltandrohungen und so weiter und so fort. Sogar Nachstellungen, Urkundenfälschungen, alles mögliche dabei. Ja, ja. Wir kennen die Latte. Ich möchte das halt melden, dass da Kindesmissfährdung vorliegt. Bei dem, weil der hat nämlich Familie, der hat Kinder.
Ja. Und Leute, der ruft da an, weil er denkt, dass der Kinder hat. Und weil er jemand anderem im Internet ärgert, ist er dann auch schlechter Vater. Also Leute, ist unfassbar. Aber Leute, das ist das. Der Leon Elektronik, der macht solche Sachen, ohne dass man ihn jetzt hart übers Knie legt. Der macht die, weil er Zeit hat, drüber nachzudenken, wie er drüber reagieren kann. Auf diese Zettel, Flugzettel und so, da reagiert er ja jetzt nicht. Ihr merkt es ja. Es gab da diese 4 Videos, die wurden dann schnell wieder rausgenommen, war ja schön und gut. Aber jetzt ist das schon wieder Funkstille. Jetzt kommen die ganze Zeit wieder nur irgendwelche Kerber-Aufbaublogs und wahrscheinlich Verbot darüber zu sprechen. So, und jetzt passiert Folgendes, und ich sage das jetzt voraus, es wird natürlich dazu führen, dass Leute sich auf diesen Kervas versammeln, um ihn dort abzugreifen, zu filmen oder so. Das wird wieder harmlos losgehen, dass er angesprochen wird. Hier, Leon, kannst du mir mal ein Autogramm geben, hier auf den Marskrug. Und irgendwann wird das dann so, dass der Leon dann halt nicht mehr auf Kervas gehen kann, weil die Leute da einfach nur noch Ärger machen und vor allem halt auch bei Kerva-Betreiber versuchen, ihn schlecht zu machen, was ja jetzt schon läuft. Und dadurch, dass der Leon da filmt, kann das schon sein, dass der irgendwann auch mal so Kerva-Verbot bekommt oder so Festzeltverbot, dass sie sagen, ja, den wollen wir hier nicht drin haben. Und darauf läuft es gerade hinaus. Die greifen natürlich jetzt alles an, damit er wieder tanzt. Ja? Aber dadurch zieht er sich halt immer weiter zurück. Also das ist dann, ne, da kippt das dann von lustig zu, wir versuchen jemanden so zu schädigen, damit er sich aufregt. Das ist diese grobe Kelle, die da ausgepackt wird. Ne? Wie gesagt, hat alles seinen Platz, aber ich glaube, beim Leon ist das fehl am Platz. Ja, ist für diese Kinder ein ganz schlechtes Vorbild. Och, Leon. Du bist ja so... Ja, ich weiß es ja nicht. Ich kann es nicht sagen, ob dieser Junge jetzt dazu am Vater von Kindern ist oder ob es ein Minderjähriger ist. Das weiß ich nicht. Aber es wäre aber sinnvoller, wenn man da mal hinfahren würde. Also er sagt den Leute, da werden Kinder geschädigt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er selbst das Kind ist oder ob er Kinder hat. Keine Ahnung, aber ich rufe mal das Jugendamt an. Leute, das ist doch Gold. Das ist doch pures Gold. Es ist doch pures Gold. Und das wäre schön, wenn man da mal hinfahren könnte und den Sachverhalt dort mal prüfen würde. Ja. Denn es geht eindeutig zu weit. Ich habe auch schon mehrfach auch schon Strafanzeigen gestellt gegen die Person. Und das geht so nicht weiter. Da sind Videos drin, da mischt er sich in mein Leben ein, zieht meine eigene Familie. Also Leute, wir wissen ja alle, dass es komplett Unsinn ist, ne? Das Jugendamt wird da natürlich nicht reagieren. Ne? Mal gucken, wie Leon es dann darstellt. Familie durch den Dreck und stiftelt andere Leute dazu an und pfeift diese auch nicht zurück, dass die mir noch was Gefährlicheres antun. Und das geht gar nicht. Und da ich da auch Gefahr im Verzug sehe, und zwar von Kindesmissbrauch. Kindesmissbrauch. Oh Leute, der weiß halt gar nicht, wovon er spricht. Das ist so fantastisch. Oder beziehungsweise, dass bei dieser Familie und was nicht stimmt, möchte ich sie bitten, da mal hinzufahren. Das wäre sehr, sehr nett. Da würden sie mir echt helfen, weil ich muss so handeln. Und zwar, ich habe lang genug zugeschaut, aber ich muss so handeln. Na? Das, glaube ich, würde jeder eine vernünftige Bürger machen. Na? Ja, ja, Leon. Perfekt. Ja, ja, genau. Die Adresse haben Sie? Ja, genau. Vergleichen wir nochmal gerne. Herr Leon, da fahren wir vorbei. Richtig. Hi. Richtig. Genau. Komplett richtig. Und Sie waren nochmal wer? Super. Aber Ihre Angaben brauchen wir nicht, Herr Elektronik, wir kennen Ihre Videos. Ja, ja.
Kein Problem. Wir fahren. Klar. Ja. Ich kann's Ihnen per E-Mail rüberschicken, und zwar was der das so loslässt, kann ich Ihnen mal rüberschicken, damit Sie sich das mal anschauen können, was der das so loslässt, und die Aktenzeichen von der Anzeige schicke ich Ihnen auch noch rüber. Oh, da perfekt. Harte Geschütze. Super. Dann bedanke ich mich ja schon mal. Dankeschön, Dankeschön. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Alles klar. Danke. Wiederhören, wiederhören, wiederhören. Also der hat natürlich, das muss man jetzt wahrscheinlich also sagen, dieser Typ oder die Frau, die da dran waren, die haben natürlich jetzt gesagt, okay, keine Ahnung, das müssen wir uns angucken. Da wissen wir nicht, was das jetzt, ob das was für uns ist, aber schicken Sie es einfach mal rüber. Dann gucke ich mal rein. Ich hätte ja so gern gesehen, was der Leon dann rübergeschickt hat, ne? Weil der Leon sich ja auch über Sachen beschwert, die einfach überhaupt kein Problem sind. Also wo man sagt so, ja, gut, der redet zwar über mich, aber ich kann ja niemanden hier daran hindern, über mich zu reden. Vor allem, wenn ich jetzt auch noch Videos ins Internet stelle. Und wenn der dann sagt, haha, guck mal, der Leon und so. Jo, also diese Vorstellung von Gerechtigkeit ist ja bei verschiedensten unserer Masken hier ein Problem. So. Dip-di-dap-di-du. Leon ist. Jetzt ist es geschehen. Ja. Knaller. Und jetzt sage ich nur, jetzt kann er sich warm anziehen. Ja, total. Das Jugendamt ist verständigt. Ja. Und wird uns damit in den nächsten Tagen jetzt dann aufgreifen. Mit Blaulicht. Na? So. Mhm. Haben wir erledigt, ne? Also ich denke, dass er. Wer nicht hören will, muss fühlen. Also das ist ja also ist ungefähr so, oder mindestens mal so ein Jahr her hier, dieses Video. Ich denke mal, dass diese Frank Treiber jetzt auch mittlerweile im Knast ist. Also das Jugendamt hat den direkt in den Knast gesperrt. So. Beweise werde ich jetzt alle sichern, werde es jetzt dann gleich per E-Mail noch rübersenden. Und dann wünsche ich uns zwar viel Spaß beim Untergang. So. Telefon weg. Was, der Leon? Ich kann es mir so gut vorstellen, weil es ist ja so, der Leon kann ja jetzt nicht irgendwie Tonnen von Daten schicken, und ich glaube so von so Wii-Transfer oder sowas hat er auch noch nichts gehört. Der schickt dann einfach Links. Dann steht dann da, in diesem Video bei Minute, nee, wahrscheinlich noch nicht mal die Zahl, wann es kommt. In diesem Video sagt er, dass ich zu viel Alkohol trinke. Und dann halt dieses Video mit Link und so weiter. Und sobald der Frank Treiber die Videos auf offline stellt, kann niemand mehr reingucken. Also so eine Nummer ist das. Ich glaube nicht, dass der Leon denen jetzt irgendwie da eine große Datensammlung gesichert auf seiner Platte zukommen lässt. Also irgendwie glaube ich das nicht. So, Leute. Ja. Jetzt habt ihr es gesehen. Ich habe todernst gemacht. Ja. Knallhart auch. Frank Treiber alias Juli. Servus, arrivederci. Ja. Jetzt kriegst du dein Fett weg. Jetzt muss er noch ein bisschen triumphieren. Und solltest du weiterhin trotz in dieser Zwischenzeit, bevor die bei dir auftauchen, solltest du weiterhin Frank Treiber weiterhin rumsticheln und die Leute, die du angestiftet hast, nicht zurückpfeifen. Ja. Dann gnade ich dir Gott. Ist auch so ein geiler. Das, auch so ein moderner Klassiker, ne? Das, dann gnade ich dir Gott. Ne? Also, das ist auch typisch Leon Erektionik. War ich noch schwerere Geschütze. Ja, da gehst du nämlich zum BKA und LKA, ne? und zum Sozialamt. Ne? Ja. Ja. Hallo? So. Wo guckt ihr überhaupt hin? In diesem Sinne verbleibe ich so. Euer Leon Elektronik und. Ne, da kommt jetzt noch ein bisschen was, keine Angst. Also hier, es ist krass, ne? Hier hat er ja das Handy stehen, wo wir jetzt sind, so, wo die Maus jetzt zeigert. Ne, mit dem Mauszeiger, so, ne? So, und wahrscheinlich ist hier oben drüber, wo er jetzt hinguckt, ist jetzt der Monitor von Leon, ne? Und auf dem Bild vom Leon, da läuft vielleicht gerade so ein Video vom Frank Treiber, oder der hat dieses Bild offen, wo der mit seinem Komisch. Weil der Frank Treiber,
der ist ja so ein unehrenhafter Typ, so. Der stellt sich ja immer nur mit so einem gezeichneten Bild in die Kamera, ne? Also der würde ja nie Gesicht zeigen, so wie ich. Sondern der hat da ja nur so ein gezeichnetes Männchen. Irgendwie mit so einer Nazi-Uniform oder irgendwas, ne? Aber, ja, das ist halt Frank Treiber, der, ne? Aber hier, ne, der hat es wahrscheinlich offen, dieses Video oder dieses Bild, und dann spricht er quasi dieses Bild direkt an, weil der guckt ja nicht in die Kamera, der guckt sonst wohin. Ne? Und jeder, der jetzt hier weiter zündelt, mit dem wird das Gleiche passieren. Also, Moment. Jeder, der eine Familie hat und Kinder... Moment mal, heißt das, du rufst jetzt auch beim Jugendamt an und dass ich dann ins Heim komme, oder wie? Ich will nicht ins Heim. Also Leon, das geht so nicht. Ich will nicht ins Heim. Da sollte sich jetzt mal überlegen, wie weit das hier gehen will. Ja. Und jeder Minderjährige, der hier meint, er kann machen, was er will. Was er will. Der wird sich umschauen, wenn er in die Pflegefamilie kommt. Beim Frank Treiber, wir werden sehen. Also passt auf, ne? Wenn ihr den Leon ärgert, kommt ihr direkt in eine Pflegefamilie. Da geht halt nichts drüber. Ne? So läuft es. Wenn der Frank Treiber, ja, sage und schreibe, jetzt haltet euch fest, sage und schreibe, er 17 ist, ja, so, dann ist er zwar nur das Allerschärfste, der ist minderjährig. So, oh. Jugendamt ist verständigt. Oh, oh, oh. Und jetzt? Tja. Ich glaube, das Jugendamt hat bei einem 17-Jährigen auch nicht mehr so viel zu kamellen, ne? Da geht es dann hauptsächlich um Schulpflicht und sonstige Sachen oder vielleicht hier irgendwie, hier Jugendverbrechen und sonstige Dinge, ne? Aber was der sich da vorstellt, ist ein bisschen anders, glaube ich. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Und das hat der Frank Treiber davon. Ich habe ihn gewarnt. Und er hat die Videos wieder online genommen, obwohl ich es ihm verboten habe. Er hat sie wieder online genommen. Und ich hab's ihm angedroht. Ich mach das wahr. Ich rufe das Jugendamt an. Ja. Das zuständige Jugendamt in Regensburg. Habe ich jetzt angerufen. Ja. Frank Treiber. In dein... Jetzt bist du dran. Na? Jetzt bist du dran und deine Familie. Jetzt habt ihr nichts mehr zum Lachen. Jetzt gibt's Butterbrot und Peitsche. Also, in diesem Sinne, euer Leon Elektronik. Das Butterbrot und die Peitsche. Servus. Servus, Leon. Ja, Leute, also ihr merkt, ne, komplett an der Realität vorbei. Aber das ist das, was wir sehen wollen. Und das sieht man auch, wenn man dem Leon auf der einen Seite Siege lässt, also ihn auch mal gewinnen lässt, und auf der anderen Seite, wenn man ihm nur so ein bisschen Futter gibt, ne, Butterbrot und Peitsche, das, das, ne, also nicht Zuckerbrot und Peitsche, sondern Butterbrot und Peitsche, das ist so krank, ne, aber das ist das, die Zügel leicht anziehen, weil was jetzt passiert ist, ihr reißt dem Gaul gerade den Kiefer raus und wundert euch, dass der Gaul nicht mehr zur Tränke kommt, bis er bricht. Wir sehen uns dann in die nächste Video wieder. Euer Mongo vom Kanal Mongo Medial. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und da ich da auch Gefahrenverzug sehe, und zwar von Kindesmissbrauch,